Ja, ich meine. Ja, das sieht brutal aus. Ne? Total brutal ist geil. Wo müssen wir hin? Wir müssen hier. Das ist Kunst, die er mit seinen Händen betreibt. So Leute, der zweite Tag ist angebrochen. Wir werden jetzt was frühstücken gehen. Wir müssen erstmal ein bisschen Kraft tanken. Thank you. Läuft bei dir, ne? Ja. Danach treffen wir uns mit den Jungs von Chromecast und mit dem Greg Brockhaus. Das ist so unser Kontakt für Phoenix, Arizona, mit dem wir gerne zusammenarbeiten. Ja, und danach geht es weiter zur SEMA, gucken uns noch ein paar andere Hallen an. Ja, und dann geht es heute Abend schon weiter nach Kanada. Also wie ihr seht, wir haben richtig Programm. Alles gut? Ja. Das ist einmal Greg Brockhaus aus Arizona und das ist der Chris von Chromecast. Ey, das ist so krass mit diesen Wagen hier. Ja, und glaub mir, die sind alle nicht gehbehindert, die da gerade sind. Nein, die kannst du ja mieten hier offiziell. Hier. Ja, aber ich meine, wenn der Mensch aufhört schon zu laufen. Ja, ich wollte. Ja, man hat ja noch so einen gewissen Restrespekt vor sich. So ein bisschen Anstand noch, ne? Wir müssen auf jeden Fall mal eben einmal kurz relativ zügig lossprinten. Lossprinten? Ja. Hast du die Kleber mit? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ey, die haben wir stehen lassen. Müssen wir mal zurück. Oh, Jungs, ehrlich jetzt? Das ist so eine Posterrolle. Ah, die wird da noch stehen, denke ich. Denke ich auch. Oder Frontex. Liegen lassen, das ist schon alles komplett verkapselt da. Nee, Bullen alles. Bullen, genau. Da ist eine Rohrbombe stehen geblieben. Oh. Mhm. Komm hier rüber. Aber ich hätte gedacht, er ist jetzt lauter. Die haben echt Schiss gehabt. Haben echt sie? Jetzt? Ja, ja, klar. Dachte ich mir. Oh, Jungs, was macht ihr denn, ey? Geil. Ganz kurz, habt ihr den gesehen? Ja. Hauptsache die Felgen sind in Ordnung. Ja. So Leute, wir haben hier den Ice Charger von Fast and Furious. Wir werden euch noch mal genauer vorstellen. Wir machen jetzt mal einen kurzen Rundgang, zeigen euch, was hier Sache ist. So Leute, wir sind hier mit dem Chris von Chromecast und wir haben hier ein richtig geiles Ding. Also mich. Ja, so ungefähr. Demnächst können wir das gute Stück in Deutschland begutachten. Aber Chris, erzähl uns erstmal, was haben wir hier und was ist es und was macht es so besonders? Ja, habt ihr schon gesehen? Das ist der Ice Charger aus dem achten Teil der Fast and the Furious. Der achte Teil der Fast and the Furious Trilogie. Ja. Nein, falsch. Also aus der ganzen Fast and Furious Serie. Und ja, der sogenannte Ice Charger basierend auf einem 70er Dodge Charger, von dem eigentlich im Original nicht mehr wirklich viel übrig ist. Bis auf das Dach, das einzige Teil ist, was noch original 70er Jahre ist, ist der Rest komplett custom made, selbst gebaut, eigens für den Film designt und dann auch hergestellt. Ja, ich meine. Ja, das sieht brutal aus, ne? Total brutal ist geil und ist auch total brutal. Bist du hier schon gefahren, ne? Ich bin hier schon gefahren. Also wir haben hier einen LS-Motor von Chevy drin. Also das benutzen die Jungs halt immer sehr gerne bei ihren Filmautos. Der ist ja relativ einfach zu servicen und funktioniert halt immer. Hier erzähl uns was zur Lenkung. Genau, ja, Lenkung ist so ein sehr interessantes Thema, weil das Auto ist wirklich ein All-Wheel-Drive-Auto, also Allrad. Das müsst ihr euch mal vorstellen, ne? Also das Auto kann driften, hat Allrad und hat eine sehr, sehr kurz übersetzte Lenkung. Unglaublich. Genau, total kurz übersetzt aus einem einzigen Grund, damit man sehr viel driften kann auf Eis. Ja. Und das funktioniert auch. Also wirklich sehr, sehr kurz übersetzte Lenkung heißt, man hat irgendwie, wenn man, ich sag mal, ein Viertel Lenkeinschlag hat, hat man fast 90 Grad Stellung auf der Achse. Ja, also ist auf der Straße total
Kacke zu bewegen, nicht zu machen eigentlich. Also wir werden es auch wirklich, manche Puristen würden sagen, ja, man muss es so lassen. Aber wir wollen unsere Autos, sind ja auch bekannt dafür, auch fahren. Nicht hinstellen und zeigen, sondern müssen auch funktionieren. Ja. Deswegen wird das Auto auch direkt nach dieser Show hier wieder zu Dennis McCarthy gehen. Ja. Und der wird nochmal kurz ein bisschen Hand anlegen und einfach diese Geschichte ein bisschen ändern, damit wir halt ein bisschen fahren können. Das auf den Thüringer Straßen. Sehr schön. Ihr wolltet bestimmt mal einen Blick reinwerfen. Sehr gerne. Damit man sieht, auch das ist sehr Hollywood. Gerne. Ja, so sieht es dann halt wirklich aus, wenn die Jungs etwas Funktionsfähiges bauen. Was halt muss nicht sonderlich schön sein, muss nur brutal sein und funktionieren. Ja. Also hier so diese ganze Szenerie, die man hier innen sieht, ist auch, also wir kennen das ja alles, gibt in Hollywood eigentlich immer so, bauen halt immer von einem und demselben Auto immer mehrere Autos. Von diesem Auto hat man 4 gebaut. Ein voll funktionsfähiges Allradfahrzeug, das ist dieses hier, und auch ein sogenanntes Hero Car. Also hier hat auch wirklich Vin Diesel drin gesessen in dem Ding. Man kann es auch riechen. Man riecht es auch, ja. Es riecht nach Diesel. Ich habe mir sagen lassen, er ist auch kein wirklich guter Autofahrer. Nee? Ist Nähe und hat auch wirklich Schiss. Also das, was du riechst, ist wahrscheinlich Pipi auf dem Sitz oder Angstschweiß. Also man hat hier wirklich Stuntfahrzeug, Hero Car und Interior-Fahrzeug in einem. Ja, was du ja selten hast normalerweise. Total selten. Da gibt es ja meistens immer nur einen Film, der das macht. Richtig. Und interessant hier bei dem Auto auch den LS-Motor zu sehen. Der ist jetzt nicht wirklich schön, aber wie weit zurück man ihn tatsächlich gesetzt hat. Das habe schon mal in der Doku gesehen. Ja. Echt Irrsinn. Mhm. Sehr cool. Wirklich also, ich kann euch sagen, es gibt selten die Möglichkeit, dass man die echten Filmautos, keine Repliken oder irgendwelche nachgebauten Autos, sondern wirklich originale Filmautos, so nah zu Gesicht bekommen, wie wir das jetzt gerade tun. Also ich kann euch sagen, auch für uns ist das eine super Chance. Und ich bin auch sicher, in Zukunft werden wir noch wirklich unglaublich spektakuläre Autos präsentieren können. Mit der Zusammenarbeit von Kronkast, weil die Jungs, die haben Sachen, da glaubt ihr nicht mal, dass sie die Dinge haben und die stehen dann schon in der Garage. Also, und wer Fast and the Furious Fan ist, der sollte dann mal dranbleiben. Da kommt noch absolut. Was. Also nicht nur der hier, da kommt noch einiges. Jamie. Yeah. Hey, I'm Patrick. Nice to meet you, Patrick. Do you remember the guy from Germany who was writing you on Instagram? Yes, that's you. Okay. Yeah. Is that okay for you? Yeah, for sure. What part of Germany are you from? Berlin. Berlin. Have you ever been in Germany? I want to go so bad. My mom was raised in Germany since she was 11. Oh, really? Yeah, 1949 is when she was born, and she was raised there all the way until 1960. Yeah. Cool. You have something to show us that we can... I only have this. We sold, we had a big art piece. So you built the frame, or you just built this? This gentleman built the frame, and I did all the teamwork and stuff. Okay. So how you work with it? Is that stainless steel, or is that? That's aluminum there. Oh, okay. It's all done on this machine here. Okay. Yep. Okay. It's just our bead roller here. So this is done by just simply working the metal between the two rollers and just kind of creating it. It'll just be drawn on by hand like this. Okay. So everything's kind of drawn on, and then we're going to go over it with the machine and start creating the... Okay, and then you have your own feeling, or you adjust the machine, how deep it goes in? This will be your adjustment for the up and down. I mean, this is the gold collars, and you actually adjust the width between the rolls. Yeah. So you put them on the same line? Yeah, well, we just change them and open them. Like, we can open these and close these. Okay. So it actually pitches between the two. So we can create the profiles up and down and raise it and lower it up. So that's how we create it. Okay, man. So what is the greatest or the coolest project you got? I mean, I saw a lot of cool seats you did, and so you play with rivets, right? Yeah, rivets, yeah. And then you form them. It's everything aluminum now? Yes, everything usually I do is aluminum. Because it's softer than like stainless steel? Because it's hard to work with stainless steel. Yeah, stainless is a little bit harder, but I can polish this up and kind of get that. We don't use as much really high polished stuff in the cars.
or something. And the aluminum is really easy for me to work with, and I don't have to paint it or do anything with it after it's done. I can clean it, I can stuff it, I can create different looks, and it's a little bit softer than the stainless to be able to create, you know, more intricate work. Okay. So you're building mostly for hot rods, or are you? Yeah, mostly for hot rods. We do a lot of interior for homes and stuff like that, nice little panels for inside the homes, just creating different types of profiles for that. But we do a lot of hot rods, a lot of race cars, a lot of drag cars. Yep. So a lot of just different cars. Man, I really appreciate it. I enjoy to watch your stuff because that's pretty cool. Thank you for your time. Also wer kann, sollte auf jeden Fall irgendwann mal hierher kommen. Und das kann ich jedem nur so empfehlen. Aber das ist halt auch nicht für jeden so ganz einfach. Aus dem Grund, weil man muss halt irgendwie so ein Business haben, wo man da irgendwie mit Automotive zu tun hat. Wir müssen jetzt weiterziehen. Wir haben nämlich noch ein paar andere Sachen, die auch sehr spannend für euch sind. Aber da möchte ich jetzt erstmal noch nicht zu viel vorgreifen. Das passiert aber auch alles heute noch. So, und heute Abend geht es, wie gesagt, schon nach Kanada. Das wird auch nochmal spannend. Wir wissen nämlich gar nicht, was auf uns zukommt. Wir wissen nur, dass der Typ ein paar Autos zu verkaufen hat, was für Autos das sind. Ich habe einen groben Überblick, aber das ist alles, wie gesagt, sehr vage. Und dementsprechend könnt ihr euch vorstellen, wir fliegen eigentlich auf gut Glück hin und schauen mal, was bei Raum kommt. Wir sind für heute eigentlich durch und ich würde sagen, wenn ihr irgendwas habt oder Anregungen, schreibt uns. Oder lasst uns mal ein bisschen was in den Kommentaren da, damit ihr uns so ein bisschen Feedback geben könnt. Und ansonsten würde ich sagen, verabschiede ich mich erstmal von der CIMA. Vielen Dank. Ich hoffe, euch haben die Bilder gefallen. Lasst uns ein Like da und ja, auf bald, ne?